Was für eine Stimme hätte der nochmal? Bitte. Ach, scheiß drauf. Bitte warte, Shikigami. Hier, ein kleines Dankeschön von mir. Sie ist zwar schon unbedingt alt, aber hoffentlich nützt sie dir. Alles Gute. Flickenkleidung. Naja, besser als gar nichts. Wir hatten jetzt sozusagen eigentlich keine Rüstung an. Das Schwert haben wir uns gekauft. So, also. Natürlich verdankst du deine Erfolge hauptsächlich mir, aber du hast auf jeden Fall dazu beigetragen. Ach ja, ich habe zwar den Aufsteigen beschleunigt, aber nach einem Tag wurde ich die Stufe zurückgesetzt. Es gibt immer einen Haken, nur Vorteile gibt es nicht. Wie auch immer, es gibt ja jemanden, der Zerstörungsmagie verbreitet. Nicht lange, neue Bösewichte werden nur auf den Plan treten, um die Welt zu zerstören. Das wäre gar nicht gut, meinst du nicht auch? Du und ich, wir müssen also losziehen und die Bösewichte gemeinsam stoppen, Shikigami. Jetzt mach doch nicht gleich so ein Gesicht. Auf geht's, Shikigami. Gott, da werde ich sicher noch viel zu sprechen haben in der Stimme. Tja, und die, Credits kommen auch nach jeder Mission. Nach jeder. So. Wunderbarer Held. Goldmedaille. Stufe Geld übrig. Ja. Also wir bekommen Medaillen, je nachdem wie schnell wir abschließen und wie gut. Seine Daten an die besten Listen. Okay, wer dann meint. Und so begab es sich, dass der Abenteurer Shikigami mit der Hilfe der Göttin der Zeit diesem Landstrich den Frieden beschenken konnte. Aber wenn der Bösewicht die Wahrheit gesprochen hat, dann wird es noch weitere Bösewichte geben, die die Zerstörungsmagie einsetzen werden. Mit der Karawane, die er vom König erhalten hat, bricht unser Held auf. Nächstes Mal bei Hell 30, Brücke zum Festland. So, das ist unsere Karawane. Besteht aus 4 Leuten. Erst unsere Göttin. Hallo, Shikigami. Es war gute Arbeit heute, ehrlich. Uns steht wahrscheinlich eine lange Reise bevor, bis alle bestraft sind, die sich mit dieser Magie versuchen. Also, auf gute Zusammenarbeit. Du kannst die heutigen Ereignisse jederzeit reflektieren. Sprich mich einfach dazu an. Bestimmt hilft dir das bei deiner Entwicklung. Nein, ich mag bestimmt nicht. Professor. Mein Name ist Schlangenmeier XXX. Aber alle nennen mich nur Professor. Ich entdecke und lüfte jedes Geheimnis unserer Welt. Und dir will ich mit Rat und Tat beiseite stehen und alle Geheimnisse erklären. Okay, danke, ist nett. Hallo, ich bin Aisha. Ich habe mich der Karawane angeschlossen, weil ich die Welt sehen will. Der vor uns liegende Weg führt bestimmt in die unterschiedlichsten Lande. Falls ich eine Gabelung entdecke, lasse ich es dich wissen. Danke. Hallo, Shikigami. Ich bin Namian und führe diese Karawane an. Ich bereise die Welt seit vielen Jahren. Bestimmt kann ich dir also auf einen oder anderen nützlichen Rat mit auf den Weg geben. Es ist mir eine Ehre. Ja, mir auch. So, auf zur Weltkarte. Mission 1 geschafft. Ausrüstung okay. Also wenn wir alles auf eine Mission gesammelt haben an Ausrüstung, dann steht Ausrüstung okay. Und dieses Ding färbt sich rot. So. Quest 2, Brücke zum Festland. Ausrüstung, also wir haben jetzt Flickenkleidung, Helm haben wir noch keinen, Schild haben wir noch keinen, wir haben normale Lederschuhe. So, und das sind die Werte, die wir da noch bekommen. Woher kommen wir bitte die 43? Oh, das Holzschwert hat 40 Treffer. Genauigkeit, oha. Ja, kurz zu den Werten bzw. zu der Statistik hier. Das erste ist Schaden, Schadensbonus. Das links daneben dieses Zeichen heißt, es ist nicht effektiv gegen irgendwas, sondern eben ganz normal ohne Effekt. Das rechte ist das Gewicht der Waffe.
beziehungsweise des Gegenstands, darunter Rüstwert, rechts davon Genauigkeit, links dann Geschwindigkeitsboni und rechts unten dann die, was war's? Die Blockchance. Also einen Angriff abzuwehren. So, Start! Hero 13! Nummer 2. Ja, da kommt jedes Mal die Ziffer runter. Ja, danke. Du musst das nicht jedes Mal so langsam zeigen. Rücke zum Fester. So. Hallo Shikigami. Sind wir gemeinsame Reisen mit uns? Weißt du noch, was der letzte Böse mich gesagt hat? Irgendjemand hat die Zerstörungsmagie in eine andere Weide zu gehen. Und auch auf diesem Kontinent hat wohl prompt mal ein Böse nicht diese Magie erlernt. Sieh mal, da drüben. Fettes Schloss. Ich habe mich 30 Jahre lang in einem dunklen Loch vergraben. Warum auch nicht, wenn es Spaß macht. Aber auf einmal kam da so ein alter Mann vorbei und hat mir die Zerstörungsmagie beigebracht. Also habe ich... Ich habe also die Brücke kaputt gemacht, damit mir niemand in die Quere kommen kann. Das Ganze ist einfach perfekt. Nach 30 Sekunden ist und die Welt ist Geschichte. So sieht es wohl aus. Sind wir so in der Reihe, das zu vernehmen? Lass uns mal wieder die Welt retten, oder? Lässt nichts sein, du machst die Bombe wieder heil, damit du zu Bord des Bösewichts gelangen willst. Hol dir die nötigen Infos im Dorf und such noch jemanden, der die Brücke verbrauchen kann. Ach ja, wenn du die Zeit zurücktreten willst, dann geht zur Statue und geht in den Dorf. Eigentlich kann ich das ja mit moralisch dich vertreten. Und dauernd und auf die Zeit langsam kann. Aber andererseits will ich natürlich viel, viel Geld. Ich bin ihm auch mal angedeutet. Wie es heißt, erkläre ich dir, wenn du im Dorf angekommen bist, Shikigami. Yo! Quest 2, Start! Wir werden jetzt aber erstmal ein bisschen leveln versuchen, bevor wir uns an die Reparatur wagen. Denn wie uns die Dame schon erklärt hat, wir können die Zeit auch zurücksetzen, gegen ein geringes Entgelt. Das leider jedes Mal steigt, aber ich würde sagen, wir machen erstmal auf Level 7 oder so, dann sprechen wir mal mit den Leuten im Dorf. Okay, 7, so. Oh, in der Mitte steht die Statue der Göttin. Schön, nicht wahr? Genau wie ich eben. Hier opferst du mir etwas und sprichst dein Gebet. Dafür drehe ich die Zeit um bis 30 Sekunden zurück. Aber Vorsicht! Jedes Mal, wenn du das tust, wird deine Opfergabe größer ausfallen müssen. Warum das Geld kostet? Ja, du weißt doch, Zeit ist Geld. Das siehst du mal, wie wichtig so ein bisschen Zeit sein kann. Mach dir keine Gedanken wegen der Details. Positives Denken ist angesagt, Shikigami. Tja, das wäre auch praktisch, wenn man das in echt hätte. Einfach so mal Zeit zurückdrehen. Okay, wie machen wir das am besten? Ich sage mal, wir sprechen erst mit diesem Herrn. Lass mir eine Stimme überlegen. Ich war gerade dabei, die kaputte Brücke zu reparieren. Da haben Monster mir meinen Hammer gestohlen. Sie sind ja noch wieder im Osten. Wenn du gleich losgehst, kriegst du sie vielleicht. Also wenn der Ehefrau so eine Stimme hätte. Oh Gott. Na gut, ich hoffe mal, die brauche ich nicht wieder, die Schuhe. So, das heißt, wir wissen jetzt, wo wir das Werkzeug herbekommen. Wir werden jetzt aber noch kurz die Zeit zurückdrehen. Zurückdrehen. Zeit wurde zurückgedreht. So. Gehen wir raus. Und begeben uns in die Richtung, die Höhle im Osten. Das ist die hier. So, Leben haben wir noch genug. Und wir haben den Hammer erhalten. Ja, schon klar, dass wir den Hammer zurückbringen sollen. So.
leveln wir noch ein wenig. Und wie ihr seht, mit jedem Level steigt natürlich unser Schaden, unsere Lebenspunkte. So, einer geht noch. Komm schon. So, Zeit zurücksetzen. 600 Gold heißt, ja, danke. Oha, du hast mir meinen Hammer besorgt. Danke. Ich repariere die Brücke. Geh aus dem Dorf nach Westen. Ich bin dir ja so dankbar. Mein Mann kann wieder arbeiten. So, Brücke ist ganz. Wir sind Stufe 10. Dank dir konnte ich die Brücke reparieren. Vielen Dank nochmal und alles Gute. Jo. Wir hätten hier noch ein Dorf. Da gehen wir noch kurz rein. Holen uns ein Kraut, ein Bronzeschwert und den Lederschild. Und dann haben wir, denke ich, auch schon alles. Und gehen direkt zu dem Herrn hier. Nein, nein, ich störe den Frieden von mir fernzuhalten, indem ich die Brücke kaputt mache, ist nicht aufgegangen. Aber, glaub bloß, deswegen bloß nicht, dass du mich besiegen kannst. Scheint ja nicht allzu schwer zu sein. Ich wusste es. Ich habe mich zu sehr verausgabt, als ich die Brücke kaputt gemacht habe. So ein Mist aber auch. Quest Nummer 2 abgeschlossen. So. Entschuldige, warte mal bitte. Danke, dass du mir meinen Hammer zurückgebracht hast. Ich bin hinterhergelaufen, weil ich dir unbedingt nochmal danken wollte. Es ist von dir gehören. Viel Glück auf deinen weiteren Reisen. Oh. Oh, Bambusspeer. Danke. So. Du hast es geschafft, Shikigami. Du hast schon wieder die Welt gerettet. Aber es gibt immer noch keine Spur von dem Kerl, der die Zerstörungsmagie verbreitet. Solange wir ihn nicht finden, werden sich immer mehr Bösewichte diese grässliche Magie aneignen. Es steht noch eine lange Reise bevor. Versuche immer alles zu geben, Shikigami. Oh, das habe ich vor, wenn ich verhindern soll, dass die Welt untergeht. Denn wenn man mal logisch nachdenkt, die Welt geht unter, wir gehen mit der Welt unter. Man hat ein Überlebensdrang, einen Instinkt dafür und will damit verhindern, dass die Welt untergeht. Seltsamerweise sind wir trotzdem der Einzige, der irgendwas dagegen unternimmt. Aber naja. Jo. Wahrer Held. Eine Minute, Stufe 11. Seegras-Fan. Wir waren auf dem Seegras kämpfen. Irgend sowas. Ich weiß jetzt nicht, was die Extras bzw. die Achievements so Spezielles an sich haben. Der Bösewicht hatte den Weg zum Festland blockiert. Shikigami gab dem Zimmermann seinen Hammer und im Nu war die Brücke wieder heil und der Weg war frei. Kurz darauf schon war der Bösewicht Geschichte. Einem Zimmermann, der eine Brücke mit nichts weiter als seinem Hammer repariert, gibt mit mehr Respekt als einem Bösewicht. Nächstes Mal bei Head 30. Schalfa. Mir fällt dazu irgendwie Jafar ein, der Typ von 1001 Nacht bzw. Aladdin und die Wunderlampe. Jo, was hast du denn zu sagen? Das hast du gut gemacht. Aber gib mir auch beim nächsten Mal wieder alles, hörst du? Okay. In dieser Gegend gibt es reiche Juwelenvorkommen. Oh, danke für die Info. Endlich sind wir auf dem Kontinent gelandet. Komm, erwarten wir zu kommen. Was hast du? In dieser Gegend soll es einen harten Söldner geben. Danke.
So, wie ich zur Stimmenauswahl komme, ich weiß es nicht. So, hier werden wir dann aber auch das nächste Mal fortsetzen. Eine kleine Information am Rande. Meine neue Festplatte ist heute eingetroffen, sprich, ich kann jetzt länger und besser aufnehmen. Und kann dann auch dafür sorgen, dass falls eine Aufnahme, eine gerenderte, irgendwie problematisch ist, weil das und das nicht passt, dann kann ich das im Normalfall korrigieren. So. Und somit speichern wir. Und sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Schaufa Quest 3. Tschüss!